Leute, ich glaube, es ist passiert. Ich glaube, das ist wirklich die beste Uhr, die ich wahrscheinlich jemals bei mir hatte. Die beste Uhr, die ich jemals reviewed habe. Und ich glaube tatsächlich die beste Uhr, die man unter anderem kaufen kann. Es ist die Uhr, die mich tatsächlich von meiner Lieblingsmarke Rolex weggebracht hat, ehrlich gesagt. Und die Uhr, um die es heute geht, ist die Steinhardt Ocean One GMT Blue Red 2. Legen wir los. Hi Leute, herzlich willkommen bei The Wrist Guy. Einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Burak. Ich mache Videos rund um das Thema Luxusuhren und alles, was da dazugehört. Und heute habe ich für euch eine ganz, ganz bestimmte Uhr da, die vielleicht gar nicht so sehr in diese Kategorie fällt, sondern eigentlich die beste Allzweckuhr ist. Wie gesagt, Steinhardt Ocean One GMT Blue Red. Bevor ich mal wirklich zu dieser Uhr abgehe, mal wieder kurz die Daten und Fakten zu dieser Uhr. Das ist die Steinhardt Ocean One GMT Blue Red Punkt 2. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm, eine Dicke von 13,5 mm, eine Wasserdichtheit von 300 Metern. Als Werk verbaut ihr Steinhardt das ETA 2893-2 oder das Sellita SW 330 in der Elaboré-Ausführung. So viel mal zu den Daten und Fakten, aber das, was die Uhr halt versprüht, ist. Ich weiß nicht, habe ich noch nie vorher gesehen. Also, erstens haben wir ein richtig, richtig schön gemachtes Gehäuse. Was oben satiniert ist, an den Seiten poliert ist. Ich habe wirklich so ein Gehäuse noch nie gesehen. Wir haben hier richtig schöne Kronenschützer auch, die die Krone schützen, also das auch tatsächlich so machen, wie es halt eben intentioniert wurde. Zur Krone komme ich aber gleich. Ziffernblatt haben wir hier ein klassisch schwarzes Ziffernblatt, was natürlich auch zu einer GMT und zu einer Toolwatch-Uhr passt, so wie sie es halt gehört. Die Indizes sind hier ziemlich cool, weil solche Indizes habt ihr halt noch nicht gesehen. Also wir haben hier auf 12 Uhr ein Dreieck, wir haben sonst immer nur Kreise, aber aufgepasst, bei der 9 und bei der 6 haben wir Rechtecke. Und so in der Art habe ich das noch nicht gesehen. Das Ganze wird eben aufgebrochen durch das Datum auf 3 Uhr. Und viele Leute sagen jetzt natürlich, ein Datum bei der Uhr ist immer sehr schwer abzulesen. Deswegen hat der Steinhardt eine richtig geile Idee gehabt und hat gesagt, okay, wir machen einfach eine Lupe dran, weil so kannst du es viel einfacher lesen. Und das Gute ist, so erkennst du es halt auch von außen. Also so weißt du, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Steinhardt trägt und du siehst die Lupe auf 3 Uhr, weißt du, okay, das ist halt eine Steinhardt. Also ich finde das eigentlich marketingtechnisch gar nicht mal so blöd gelöst und es ist auch noch sehr gut verwendbar. Also einerseits Marketing und andererseits halt auch die Usability von der Watch. Von der Watch. Und einerseits halt auch einfach die Usability von der Uhr, die halt viel besser geworden ist. Die Zeiger passen auch ziemlich gut zu den Indizes. Das meint man gar nicht, wenn man erstmal dran denkt. Wir haben hier als Stundenzeiger etwas, ich finde, das sieht aus wie halt ein Mercedes-Stern irgendwie, ist ganz cool. Und als Minutenzeiger halt einen klassischen Schwertzeiger, dann haben wir einen Lollipop-Sekundenzeiger und einen GMT-Zeiger. Dieser hier ist rot gehalten und das hat einen ganz bestimmten Grund, dazu komme ich aber noch gleich. Alles in allem ist die Uhr wirklich, wirklich top abzulesen. Also da gibt es absolut nichts zu meckern. Ist eine der, ich weiß nicht, die Indizes und die Zeiger haben eine wirklich sehr gute Kombination, sodass du es halt echt gut ablesen kannst. Also da hat Steinhardt echt einen super Job gemacht. Die Lünette ist hier eigentlich das Besondere, denn es ist eine GMT-Uhr, das heißt, die Uhr kann eine zweite Zeitzone anzeigen. Und diese zweite Zeitzone wird eben auf der Lünette angezeigt. Weil die Lünette eben zwei Farben hat, dazu komme ich auch noch gleich, ist der GMT-Zeiger auch zweifarbig, hier in dem Fall rot gehalten. Also hier bei dieser Uhr zeigt der GMT gerade kurz nach 14 Uhr an und die eigentliche Uhr ist halt bei kurz vor 11. Das ist halt ergonomisch richtig gut gelöst. Und die GMT-Lünette, die hat jetzt zwei Farben. Das hat Steinhardt richtig, richtig kreativ gelöst. Ihr habt jetzt Rot für die eine Hälfte des Tages sozusagen und Blau für die andere Hälfte des Tages. Also Blau ist in der Regel Sonnenuntergang, Rot ist in der Regel da, wo halt die Sonne draußen ist. Das heißt, ihr könnt anhand der Lünette relativ schnell sehen, ob jetzt in der GMT-Zeitzone, sofern halt der GMT-Zeiger und die Lünette gleich eingestellt ist, ob da halt aktuell Nacht ist oder Tag ist sozusagen. Richtig gut gelöst, richtig ergonomisch gelöst und auch extrem kreativ gelöst. Eine Sache, die mich bei GMT-Uhren sehr, sehr oft stört, ist, dass ich die Lünette in beide Richtungen drehen kann. Das ist zwar schön und gut, aber ich will ja auch manchmal mit der Uhr tauchen. Und dann geht es halt mit einer GMT-Uhr nicht. Die Steinhardt Ocean One hat dieses Problem auch ziemlich geil gelöst. Und zwar, wir haben ja eine einseitig drehbare Lünette. Das kennt man sonst nur von Taucheruhren. Das ist wirklich unglaublich, dass der Steinhardt das einfach gesehen hat, was die Leute wollen und da wirklich eine einseitig drehbare Taucherlünette in eine GMT-Uhr gepackt hat. Und ich finde das eigentlich ziemlich genial, um ehrlich zu sein.
Die Lunette ist hier aus Aluminium und auch die Schriftart ist ziemlich einzigartig. Also ich habe das so noch nirgendwo gesehen, ganz ehrlich. Die Lunette ist auch sehr, sehr gut zu greifen. Apropos noch nie woanders gesehen, das Band ist halt auch ziemlich cool. Denn wir haben hier nicht einfach ein ganz normales, ja, dreigliedriges Band, wie man das sonst kennt, sondern Steiner hat sich da was Besonderes einfallen lassen, nämlich, dass es ein viel feineres Band. Irgendwas hat es, ich weiß nicht, es hat irgendwas viel Eleganteres an sich, es fühlt sich auch viel feiner an. Es ist halt auch richtig bequem am Arm und es ist eben nicht so plump wie die klassischen Stahlbänder, wie man sie jetzt zum Beispiel von Omega kennt oder sowas. Also hier alles in allem richtig gutes Band, richtig gutes Gehäuse. Auch die Lünette ist ziemlich gut gemacht. Band ist übrigens komplett satiniert. Und die Schließe, ja, geht. Schließe ist okay. Es passt halt für eine Uhr in der Preisregion. Es hat halt eine ganz normale Sicherheitsschließe hier mit dem Steinhardt-Logo obendrauf. Und du machst halt dann die Schließe ganz normal auf und viel mehr gibt es eigentlich darüber nicht zu sagen. Ihr habt halt 4 Mikro-Einstellmöglichkeiten in der Schließe, was ich auch sehr schätze, um ehrlich zu sein. Was ich halt cool finde, ist halt ein bisschen auch dieses Farbenspiel. Denn wir haben hier natürlich die zweifarbige Lünette, blau und rot, auf die Kombination muss erstmal kommen. Und dazu passt natürlich, dass der Ocean GMT-Schriftzug unten bei 6 Uhr in rot ist und der GMT-Zeiger in rot ist. Also das ergibt eigentlich ein ziemlich cooles Bild und das passt so ganz gut zusammen. Was ich auch sehr gut mag, ist das Werk. Jetzt kommen wir eben zum Werk, weil wir brauchen ehrlich gesagt kein Manufakturwerk. Das brauchst du gar nicht. Hier hast du ein ETA-Werk, das ist gar nicht so übel. In der Elaboré-Ausführung, das ist so Mittelklasse ungefähr. Und das Coole hier ist, ich würde sie eigentlich als True GMT bezeichnen, denn ihr kennt es ja, wenn du jetzt mit, keine Ahnung, mit einer Omega oder sowas verreist und dann willst du halt schnell das Datum verstellen und es geht nicht, weil die blöde Uhr halt eine Stundenschnellverstellung hat. Verstehe ich auch nicht, warum Omega sowas macht bei den GMT-Uhren. Und hier hast du halt wirklich ein viel praktischeres Feature, denn du hast einerseits eine Datumschnellverstellung und gleichzeitig aber auch eine GMT-Zeiger-Schnellverstellung. Also das Ganze schaut so aus, du gehst in die erste Position, verdrehst dann die Krone und dann seht ihr, wie der GMT-Zeiger alleine springt. Das ist viel praktischer, weil ich habe eine GMT-Uhr nicht zum selber verreisen, sondern ich will ja damit eine andere Zeitzone tracken, wo jemand anderes wohnt und das ist halt viel einfacher so. Alles in allem plus 300 Meter Wasserdichte. Das Werk ist super. Ich muss echt sagen, also wenn ich diese GMT sehe, Steinhardt macht ja auch die Ocean One als Tauchervariante, die auch ziemlich, ziemlich cool ist. Und bei diesen zwei Varianten sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund, warum jemand irgendwie mehr für sein Geld haben wollen würde als diese zwei Uhren. Die haben so eine geile Preis-Leistung. Ich kann es wirklich an jeden weiterempfehlen. Also alles in allem, ich weiß nicht, die Uhr hat alles, was ich will. Also erstens habe ich natürlich irgendwo den Hype-Faktor, weil die Uhr sieht natürlich einer anderen Uhr ein bisschen ähnlich. Aber ich meine ganz ehrlich, niemand besitzt Uhrendesigns. Und nur weil das jetzt mal eine Marke irgendwann mal gemacht hat, heißt es ja nicht, dass das nie wieder jemand irgendwie machen darf. Also du hast irgendwie den Hype-Faktor, weil du kriegst eine schöne Uhr in einem coolen Design, wo auch Steinhardt sehr viel Liebe in das Design selber auch noch mit reingesteckt hat obendrein. Du kriegst ein cooles Design, du machst nicht mit bei irgendeinem blödsinnigen Hype. Du hast ein cooles Werk, du hast eine coole Uhr, du hast eine coole Preis-Leistung und die Uhr ist auch noch erhältlich. Also ich kann es ehrlich gesagt jedem empfehlen und ich glaube ganz ehrlich, dass ich auch meine anderen Uhren verkaufen werde, weil ich weiß nicht, warum sollte man mehr haben wollen als das? Und ich finde es halt cool, dass dann eine Marke kommt, eine deutsche Marke kommt, die dann sagt, okay, wir stehen den Schweizern in nichts nach und beweist, dass Deutschland wirklich auch eine Uhrmachernation sein kann, auch außerhalb von Glashütte. Also da können wir mal Lange und Söhne und so weiter vergessen. Und dass da Steinhardt eigentlich, ja, wer wusste, dass eigentlich Steinhardt die Elite am deutschen Uhrenmarkt ist? Ganz ehrlich, also finde ich ziemlich, ziemlich cool. Aber würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr denn zur Steinhardt Ocean One GMT Blue Red Punkt 2 sagt. Findet ihr die Uhr cool? Findet sie nicht cool? Wie fandet ihr dieses Video? Lasst mich sehr, sehr gerne wissen unten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch. Ich meine, normalerweise kommen ja die Videos immer Mittwoch, aber diesmal hatte ich irgendwie Lust, am Freitag ein Video zu posten. Also, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Freitagabend und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.